Hallo, ich habe Ihnen heute ein kleines, feines, leises und vor allem einfühlsames Büchlein mitgebracht. Kenta Ruff, Unsere Seelen bei Nacht, erschienen bei Diogenes. Es geht um zwei ältere Herrschaften, beide um die 70, beide verwitwet, die in einer Kleinstadt in Amerika leben. Und als die Einsamkeit zu groß wird, macht sich Eddie auf den Weg zu ihrem Nachbarn, klopft an und sagt, willst du nicht mal bei mir übernachten ab und zu? Er ist erstmal konsterniert, zuckt zusammen, aber sie klärt auf, nee, es geht nicht um Sex, es geht wirklich nur darum, diese einsamen Stunden in der Nacht miteinander zu verbringen und sich zu unterhalten. Und die beiden lassen sich auf dieses Experiment ein und verbringen, ja, anfangs sehr angespannt, die Nächte miteinander. Sie unterhalten sich über Hoffnungen und Enttäuschungen, über das Leben und den Tod. Und was dabei rausgekommen ist, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, das natürlich Moralapostel den Zeigefinger erheben und ihr Experiment nicht so prickelnd finden, liegt auf der Hand. Ein tolles Buch über Freundschaft und über die Missverständnisse und Verständnislosigkeit zwischen den Generationen. Kenta Ruff, Unsere Seelen bei Nacht. Hier finde ich mein Buch, Ravensbuch und ravensbuch.de.